Okay, in diesem schnellen Video soll es mal darum gehen, wie man ein Arbus Bodogranit X Plus zerlegt, zum Beispiel um es zu reinigen und es wieder zusammenzubauen danach. Wichtig dabei, es geht nicht um alle Arbus Bordo im Allgemeinen, sondern wirklich nur um das Bodogranit X Plus. X Plus, also quasi der Schlüssel, der vorne die etwas abgerundete Spitze hat, denn wenn es nämlich kein X Plus Core ist, dann ist es in der Regel anders verbaut und man kann es nicht so einfach öffnen. Gut, fangen wir also an. Schritt 1 war, diese Gimmick-Kappe abzumachen. Die ist nicht immer drauf, aber darunter schauen sie in der Regel alle ziemlich ähnlich aus, quasi gleich. Und der erste Schritt ist, dass man den Schlüssel nimmt und es öffnet. Gut. Und das erste Wichtige, was man dann rausmacht, ist diese Kappe hier. Die ist ein bisschen tricky zu erreichen, aber erfahrungsgemäß geht sie ziemlich leicht raus, wenn man sie im richtigen Winkel unterstützt. So. Sobald sie draußen ist, sieht man auch viel leichter, was man eigentlich machen muss. Man muss einfach einmal von links und einmal von rechts so ein bisschen diese Rastnasen hier reindrücken und es raushebeln. Dann geht diese Kappe ziemlich leicht eigentlich von alleine raus. Gut, legen wir die zur Seite. Und das nächste ist dann diese Schraube hier. Ich spreche das eigentlich in der Regel als Pozzitriv-Schraube aus. Vielleicht sagen auch manche Pozzitreif, ich weiß es nicht. Gut, ja, auch ein normaler Kreuzschraubenzieher, muss nicht unbedingt ein Pozzitriv sein. So, dann, jetzt wo das geschafft ist, kann man das hier einfach im Ganzen rausziehen. Der Hauptteil des Schlosses wäre damit soweit zerlegt. Und kann zur Seite. Dann geht es mit diesem Teil hier weiter. Man sieht auch schon einen wirklich möglichen Grund, warum man jetzt es zerlegen wollen würde. Da sammelt sich einfach im Laufe der Jahre viel Dreck, ein bisschen Rost. Und wenn man es einmal ordentlich zerlegt und reinigt, dann kann man damit wieder viel besser arbeiten. So, man sieht jetzt hier auch gleich Probleme, die einem entgegenkommen könnten. Das Ganze ist nämlich hier mit Federn vorgespannt. Wenn man da zu ruckartig dran geht, dann könnte es sein, dass eben die Federn losschießen und man Teile verliert. Das will man nicht. Also hier ein bisschen festhalten, zusammengedrückt und auseinanderziehen. Falls das auseinanderfallen sollte, sieht man ja, es sind Federn und diese beiden Metalllippen, die das Ganze geschlossen halten. Gut, kommen wir weiter zu dem Teil. Was wir jetzt hier schon bereits sehen, sind die Scheiben. Es ist ja ein Drehscheibenschloss. Schlüssel mal reinstecken, um es zu lösen hinten. Dann kann man anfangen, es rauszuschieben. So. Welchen Schlüssel man übrigens in dem Moment nimmt, wäre theoretisch egal. Es muss gar nicht mal der passende ab da sein. Ja. Und zum Vorschein kommt. Der Kern des Schlosses mit einer Schutzvorrichtung, damit man es nicht aufbohren kann. Diese zwei Walzen, die sind sehr wichtig. Ist auch ein linkes und ein rechtes, wie man sieht, ein dickeres und ein dünneres. Das dickere kam gerade hier raus, das dünnere kam da raus. Und eben das Kernstück, mit dem beschäftige ich mich dann gleich noch in einem anderen Video. Ich verlinke es euch, falls es euch näher interessiert, wie man dann dieses Teil weiter zerlegt, aber das lassen wir jetzt erstmal so. Dann kommt hier noch der Sperrriegel. Und das war's. Damit wäre das erstmal fertig zerlegt. So, da sind wir wieder. Was in der Zwischenzeit passiert ist, ich habe dieses Kernstück umkodiert, sodass es zu einem anderen Schlüssel passt. Wen es interessiert, das ist im anderen Video zu sehen. Und jetzt machen wir uns wieder an den Zusammenbau. Eine Sache fällt mir gerade noch ein, die kann man tatsächlich machen, weil das lohnt sich sehr. Wie man hier daran sieht, einfach am Rand ein bisschen Fett verteilen. Das sollte sich dann auch durch den Zusammenbau eigentlich ziemlich gut verteilen, sodass es dann auch wieder besser funktioniert. Braucht man einen Schlüssel? Ha! Was haben wir vergessen? Die Dinger müssen natürlich noch rein. So, das Große wird ganz versinken, wenn es richtig zusammengebaut ist. Das Kleine wird oben stehen bleiben. Jetzt haben wir es fast verkackt. Vor lauter Hektik.
So, jetzt wird ein Schuh draus. Dann kommt dieses schöne kleine Blechteilchen und diese Bohrsperre. Mal mit den Fettfingern hier noch ein bisschen das restliche Fett drauf verreiben. Die etwas runderere Seite nach außen legen. Mit die Feder rein. Wunderbar. Rastet auch mit einem leichten Klick ein. So, dann kommen wir zurück zum Schloss. Man sieht schon, hier oben ist so eine kleine Nut. Die passt ziemlich sicher da rein. Dann lassen wir es mal reingleiten. Machen die Schrauben wieder rein. Jawohl. Die kann man auch bis zum Anschlag festdrehen. Kappe drauf. Wo ist der Fehler? Gibt keinen. Okay. Perfekt. Und damit einfach mal noch abschließend bewiesen, dass ich das wirklich umkodiert habe. Geht nicht mehr. Aha, der Schlüssel geht. Schön. So, ich hoffe, ihr habt erfahren, was ihr wissen wolltet. Falls nicht, fragt in den Kommentaren nach. Ich werde mal schauen, dass ich jetzt auch für das Bügelschloss so ein Video mache. Das Bügelschloss ist tatsächlich aus technischer Sicht ein bisschen anspruchsvoller zu zerlegen und wieder zusammenzubauen. In dem Sinne, tschüss und bis bald.